Das ehemalige Mitglied der britischen Erfolgsband One Direction, Liam Payne, ist tot. Der Sänger, Gitarrist und Komponist ist am Mittwoch nach einem Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires im Alter von 31 Jahren gestorben, erklärte die Polizei der argentinischen Hauptstadt. Payne habe bei dem Sturz sehr schwere Verletzungen erlitten, sagte der Leiter des städtischen Rettungsdienstes im Lokalfernsehen. Es habe keine Möglichkeit der Wiederbelebung gegeben. Ihm zufolge waren die Rettungskräfte zu dem Hotel im Stadtteil Palermo geeilt, nachdem sie einen Notruf um 17.04 Uhr Ortszeit erreicht habe. Sie seien 7 Minuten nach dem Anruf angekommen und stellten den Tod des Mannes fest, von dem wir später erfuhren, dass er ein Sänger war. Die Polizei gab an, dass der Anruf einen aggressiven Mann gemeldet habe, der unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen sein könnte. Payne sei etwa 13 oder 14 Meter tief gestürzt und habe sich dem Anschein nach einen Schädelbasisbruch zugezogen. Nur wenige Minuten, nachdem die Nachricht von Tod Paynes öffentlich wurde, versammelten sich bestürzte Fans in der Nähe des Hotels. Die Nachricht hat mich schwer getroffen, sagte die 27-jährige Pilar Billig, die zum Ort des Geschehens in Buenos Aires geeilt war. Ich habe das Gefühl, einen Teil meiner Jugend verloren zu haben, sagte Fan Lena Dueck, 21 Jahre alt, vor dem Hotel. Sie habe gehofft, dass die Band, die den Soundtrack ihrer Jugend geliefert habe, wieder zusammenkommen würde. Die für eine Fernsehshow gecastete Boyband One Direction, zu deren Mitgliedern auch der Sänger Harry Styles gehörte, war weltweit enorm erfolgreich. 2016 erklärte One Direction, eine Auszeit zu nehmen. Der 1993 geborene Payne hatte in den vergangenen Jahren offen über seine Probleme mit Alkoholismus und der Berühmtheit gesprochen. Im letzten Jahr erklärte er, an einem zweiten Soloalbum zu arbeiten und veröffentlichte im März eine Single. Nach Angaben des Magazins Billboard hatte Payne am 2. Oktober in Buenos Aires ein Konzert seines früheren Bandkollegen Neil Horan besucht.